Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Antworten aus der Bibel. Was genau wir am Pfingsten feiern und was das mit deinem Leben zu tun hat, das erzähle ich dir in diesem Video. Pfingsten zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht, verlängertes Wochenende. Und spätestens, wenn wir realisieren, dass da ja auch der Montag noch dazugehört, wird aus diesem Lächeln ein breites Grinsen. Doch weißt du, wer Pfingsten in seinem Herzen erlebt, bei dem bleibt das Lächeln auch nach dem Wochenende stehen. Die christlichen Feiertage, die sind ja dazu da, sich an die zentralen Ereignisse im christlichen Glauben zu erinnern. Und Pfingsten gehört zu diesen fünf Mega-Ereignissen der Bibel. Weihnachten, Osterfreitag, Ostersonntag, Himmelfahrt und eben Pfingsten. Doch was feiern wir am Pfingsten eigentlich genau? In meinem Video über Christi Himmelfahrt habe ich dir erzählt, dass Jesus seinen Jüngern kurz bevor er zurück in den Himmel ging, sagte: Geht nach Jerusalem und wartet darauf, dass ihr vom Geist Gottes erfüllt werdet. Nun, das taten die Jünger. Sie trafen sich regelmäßig in einem Raum in Jerusalem und sie beteten miteinander und warteten auf diesen Geist von Gott. Und dann kam er. Die Bibel, die berichtet, wie plötzlich eine große Unruhe in der Stadt ausbrach. Irgendetwas war geschehen. Die Atmosphäre, die änderte sich, fast wie wenn ein großer Sturm aufzieht. Im Haus der Jünger ging irgendetwas vor sich. Von überall her strömten die Menschen, um zu sehen, was hier passiert. Die Jünger, die waren wie in Trance. Alle beteten laut, voller Hingabe. Das Außergewöhnliche dabei war, dass sie alle in unterschiedlichen Sprachen redeten. Unter den Schaulustigen standen Menschen aus den verschiedensten Nationen und die hörten die Jünger in ihrer Muttersprache Gott anbeten. Wie ist so etwas nur möglich? Das sind doch einfache Fischer aus Israel. Woher sprechen die plötzlich die exotischsten Sprachen? Viele der Anwesenden waren wirklich überwältigt. Ein Wunder. Und es gab aber auch andere und die spotteten und die sagten: Ach was, die sind doch bloß besoffen. Nun trat Petrus vor die Menschenmenge und sagte: Nein, liebe Freunde, wir sind nicht besoffen. Nein, hier erfüllt sich, was Gott schon im Alten Testament durch den Propheten Joel vorausgesagt hatte. Ich lese euch das mal vor, was dieser Joel sagte. Er sagte: In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben. Und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen, sagt Gott in dieser Prophezeiung. Und das ist es genau, was hier passiert. Dazu musst du wissen, dass Gott im Christentum in drei verschiedenen Gestalten auftritt. Im Alten Testament zeigt sich Gott den Menschen als Vater. Im Neuen Testament offenbart sich Gott als Mensch in der Person von Jesus, dem Erlöser. Und als Jesus zurück in den Himmel geht, verspricht er seinen Nachfolgern, dass er ihnen seinen Geist schicken werde. Ich zeige dir das an meinem Beispiel. Bisher war ich durch meine Sünden von dem liebenden Vater getrennt. Da war Gott und da war ich. Doch durch den Tod und die Auferstehung von Jesus wurde der Weg zum Vater frei. Wenn ich die Erlösung von Jesus für mich in Anspruch nehme, dann werde ich von Neuem geboren. Der Heilige Geist, der erweckt göttliches Leben in mir. Gott fängt an, in mir zu wohnen. Durch den Heiligen Geist ist es mir nun möglich, mit Gott zu reden, ihn zu spüren, mit ihm verbunden zu sein. Joel, der sagt das in seiner Prophetie, dass wir durch diesen Geist mit göttlicher Weisheit erfüllt werden. Dass dieser Geist übernatürliche Fähigkeiten verleihen kann, wie zum Beispiel prophetisch reden oder den Menschen die Hände auflegen und die werden gesund. Oder wie das die Jünger in Jerusalem taten, in völlig fremden Sprachen reden. Doch der Geist Gottes, der tut noch viel mehr im Leben eines Menschen. Der Heilige Geist, der schenkt Kraft und Motivation, um Jesus nachzufolgen. Der Heilige Geist, das ist die Kraft der Veränderung. Er kann Menschen zum Guten verändern, von innen heraus. Alles in allem
Der Heilige Geist, der macht die Menschen zu geistlichen Wesen, zu Kindern Gottes. Er stellt die unwiderrufliche Verbindung zwischen Mensch und zwischen Gott her. Petrus erzählt in seiner Predigt dann nochmals genau, warum Jesus der lang erwartete Erlöser der Welt ist. Und seine Predigt, die ging den Menschen unter die Haut. Die waren so richtig betroffen und riefen: Was sollen wir tun? Und Petrus antwortete ihnen, ich lese euch das hier vor, er sagte: Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Das alles ist euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt, die der Herr, unser Gott, in seinen Dienst berufen wird. Was ist mit dir? Bist du bereits an diesem Punkt angelangt, wo du wie diese Menschen sagst, was soll ich tun? Wenn ja, dann mach das, was Petrus in seiner Predigt sagt. Vertrau dein Leben Jesus an. Lass dich taufen und werde erfüllt vom Heiligen Geist. Werde zu einem neuen Menschen, zu einem Kind von Gott. Auf meiner Webseite www.gabrielhessler.com findest du einen Menüpunkt mit dem Namen Jesus nachfolgen. Und dort kannst du in aller Ruhe nachlesen, wie man sein Leben Jesus anvertrauen kann. Mach das doch gleich heute noch fest. Das war's von Antworten aus der Bibel. Ich danke allen, die dieses Video teilen, für diese Arbeit beten und durch ihre Spenden mithelfen, dass weitere solcher Videos produziert und verbreitet werden können. Auf meiner Webseite findest du die Infos dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bye.